Jetzt aber schnell, damit ich noch die Cooperlinge einhole. Einmal quer durchs Wohnzimmer. Ist das cool. Hey, Roy Morton. Moment, jetzt kriege ich bestimmt ein gutes Item, oder? Ja, Kugelwilli. Los geht's. Wow, wow, wow. Katztastisch, begrüße ich euch zu Mario Kart Live Home Circuit. Hier auf Katze. Mann, freue ich mich riesig drauf. Wir haben bereits das Unboxing von diesem Mario Kart Spiel gemacht. Und das verlinke ich euch in der Videobeschreibung und am Ende nochmal. Und jetzt spielen wir tatsächlich damit. Spiel starten. Super, dann stellen wir jetzt eine Verbindung zu deinem Kart her. Okay, danke, Boxenstopp Toad. Drücke den Zündknopf an deinem Kart, um es einzuschalten. Okay, kleinen Moment. So, erledigt. Richte die Kamera des Karts jetzt auf den QR-Code. Ja, schon erledigt. Verbunden. Cool. Und da bin ich auch schon. Klasse, stelle dein Kart auf den Boden, bevor du fortfährst. Okay. Das steht bereits hier. Jetzt können wir starten. Und jetzt fahren wir durch mein Wohnzimmer. Und durch die Küche habe ich jetzt geplant. Ich habe schon alles aufgestellt. Hallo. Da bist du ja. Ich möchte dir helfen, deine Rennlizenz zu erlangen. Oh, das klingt gut. Sieh dich um, ob die Bahn frei ist. Und fahre dann los. Ja, die Bahn ist auf jeden Fall frei. Wie cool ist das denn? Ich fahre jetzt durch mein Wohnzimmer. Ich habe extra Platz geschaffen und vieles rausgestellt, damit ich hier Platz habe. Auch den Teppich zusammengerollt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt kann ich einmal hier drum herum fahren. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Mario Kart Live gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Damit zeigt ihr mir, dass ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Dieser goldene Turbopilz verleiht dir einen kräftigen Temposchub. Ehrlich? Okay, wow. Komm, wir fahren einmal durch die Küche. So, oh. Vielleicht sollte ich hier das Licht einschalten. Egal. Zurück ins Wohnzimmer. So, piep, piep. Was kommt jetzt? Wir brauchen noch ein kleines Foto für deine Rennlizenz. Okay, können wir gerne machen. Dazu nehme ich nämlich mein Maskottchen des Kanals. Natürlich Katze. So. Achtung. Und Foto. Ja, perfekt. Super. Katze, 16. Oktober 2020. Glückwunsch zur Rennlizenz. Ja, danke schön. Hupe, wenn du etwas über Tore erfahren möchtest. Ich finde das gerade so cool. Ich fahre durch mein Wohnzimmer. So, okay. Tore bestimmen den Verlauf deiner Strecke. Stellen wir sie gemeinsam auf. Okay. Nimm die Tore aus der Schachtel. Habe ich schon gemacht. Zieh die Standbeine heraus, klappe die Standfüße um, stecke die Laschen zusammen. Okay. Wiederhole diese Schritte für die übrigen Tore. Legen wir eine Rennstrecke an. Stelle die Tore in der richtigen Reihenfolge auf. Also 1 bis 4. Achte darauf, dass die Tore in die richtige Richtung zeigen. Beschwere die Standfüße der Tore, damit sie nicht verrutschen. Okay, auch das ist erledigt. Ich warte vor Tor 1 auf dich. Okay, jetzt beginnt gleich das erste richtige Wettrennen. Achtung. Okay. Ich bin bereit, Lakitu. Strecke anlegen. Ach so, wir müssen die Strecke jetzt noch bestimmen. Ja, na klar, natürlich. Durchfahre alle Tore in der vorgesehenen Reihenfolge. So, was machst denn du? Well. Ach so, ich muss jetzt die Strecke bestimmen. Die Farbspur, die dein Kart hinterlässt, bestimmt den Verlauf der Strecke. Ach, das ist ja schlau gemacht. Okay. So, Achtung, ich fahre nochmal hier durch, genauso wie ich mir das angelegt hatte. Cool ist auch, dass die Richtungspfeile leuchten. Die hatte ich euch ja auch im Unboxing gezeigt. Die fand ich ja richtig stark. So, einmal hier durch. Achtung. Jetzt muss ich einmal um das Katzenschild herum. So, und Tor Nummer 4 ist nämlich in der Küche. Da habe ich nämlich meinen Mülleimer und einen Stuhl drumherum gebaut. Wir müssen jetzt immer hier drumherum fahren. Manchmal ruckelt es hier ein bisschen, weil ich einfach den Raum verlasse und die Verbindung... Also wie gut die Verbindung ist, seht ihr links oben. So, das ist deine neue Strecke. Ja, cool. Super cool. Oh, oh, was ist jetzt los? Bowser Junior. Was machst du in meinem Wohnzimmer? Hallo, Cooperlinge. Wie cool Morton und Roy sich da abgeklatscht haben.
So, okay, jetzt geht das Wettrennen erst so richtig los. Oh, Bowser Jr. und die Koopalinge sind hier. Fahre zu Tor 1, um sie zu einem Rennen herauszufordern. In Ordnung. Da bin ich auch schon. So, und X drücken, wenn man bereit ist. So, los geht's. Jetzt beginnt das Rennen. Erstes Rennen. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, meine Lieben. Katze, Ludwig, Morton, Iggy und Roy. Okay, ich bin bereit. So, 3, 2. Jetzt heizen wir einmal durch mein Wohnzimmer. Moment. Okay, da ist mein Tisch. So, die Strecke zeigt so rum. So, einmal um den Teppich. Jetzt sind die alle natürlich schon da vorne. Oh, es gibt auch Items. Was bekomme ich? Einen roten Panzer. Na, warte. Den schmeiße ich euch aber echt schön entgegen. So, Iggy getroffen. Iggy überholt. Morton und Roy sind schon in meiner Küche. Das ist so lustig. Hey, wartet auf mich. Oh, Münzen gibt's auch. Okay. Oh, habe ich jetzt beide verpasst. Stehen geblieben. Ich komme. Noch einmal. So, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Entschuldigt bitte. Ich gebe mir aber Mühe. In der Kurve immer ein bisschen runter vom Gas. So wie in anderen Mario Kart Spielen. Hey, aber dritter Platz ist doch nicht schlecht. Oh, Kugelwilli. Achtung, Achtung, ich komme. Oh. Totaler Crash mit dem Kugelwilli. Okay. Jetzt bin ich gegen irgendwas gefahren, nämlich gegen mein Katze-Schild, das ich bekommen habe. So, also, ich bin auf dem dritten Platz. Morton und Iggy sind immer noch vor mir. Hallo Katze. Jetzt muss ich aber Gas geben. Letzte Runde für mich. Komm. Schön durchs Wohnzimmer fahren. Was bekomme ich? Oh, ein Bumerang. Sehr gut. Oh nein, da ist ja das Schild, das von umgefallen ist. Jetzt muss die sogar rückwärts fahren. Naja, ich muss sagen, durch meinen kleinen Unfall, den ich jetzt hatte mit dem Kugelwilli, werde ich wahrscheinlich nicht mehr den ersten Platz machen. Aber komm, ich möchte nicht auf dem fünften und somit letzten Platz landen. Komm, vierter Platz, der ist mir doch sicher, oder? Ja! Fertig, geschafft! Hui, 1,47 bin ich jetzt durchs Wohnzimmer und durch die Küche gefahren. Aber das war jetzt nur der Testlauf, die Teststrecke. Oh, Baumeister-Outfit, cool! Gleich mal verwenden. Baustellensignal, okay. Und ein neues Auto, Schaufelschufter. Oh, jetzt habe ich ein neues Auto freigeschaltet. Wenn du ein Rennen fahren oder dein Kart anpassen möchtest, komm zu Tor 1. In Ordnung. So, hier war gerade eben noch die Siegerehrung. So, Moment, ich muss jetzt mit meinem Traktor hier durchfahren. Das ist so cool. Man kann auch im freien Spiel kein Wettrennen machen, sondern so wie ich jetzt durch die Gegend fahren. So, ich muss jetzt ganz kurz hier mein Schild nochmal aufstellen. Kleinen Moment. Ich stelle das kurz auf. So. Jetzt steht das wieder. Und das, theoretisch kann man... Oh, ich habe sogar einen Radiosender. Kumu-Milch-Lied. Kumu. Kumu-Milch war aus Zelda, oder? Ich komme durcheinander. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt unser erstes richtiges Rennen. Hier vor Tor 1. Okay. Stehe ich schon richtig? Moment, ich muss ein bisschen korrigieren. Okay. Grand Prix-Zeitfahren, eigene Regeln. Okay, wir fahren ein Grand Prix, ist ja klar. 50er Motorklasse. Boah, wie cool! Es gibt ja verschiedene Cups. Ach, ist das ein cooles Spiel. Oh mein Gott. Ich bin gerade todbegeistert. Wie wäre es jetzt mit einer neuen Strecke? Du kannst sie anlegen, wie du möchtest. Ja, das stimmt, aber ich lasse es mal so. Bis ich jetzt alles umgestellt habe, das mache ich vielleicht für die nächste Folge, wenn ihr mehr sehen möchtet. So, Live-Rennen, die Live-Piste. Das ist unser erstes richtiges Wettrennen. Jetzt stehe ich ein bisschen schräg hier auf der Startlinie, egal. Gleich die Kurve nehmen. Boah, Start, super Turbo-Start hatte ich. So. Boah, Larry, was machst du denn hier? Komm, drück mir nicht so auf die Pelle. Na, dir werde ich das fürchten lernen. So. Fürchten lehren, ne? Ich sag lernen, Mensch. Komplett im Mario Kart Fieber, da sieht man's wieder. Und Turbo gibt's auch noch. Achtung, bei Turbo fährt das Auto ein bisschen schnell. Und was ich schön finde ist, dass das Spielzeug fährt an sich nicht so schnell. Also perfekt, um so ein Rennen zu veranstalten.
Weil am Anfang hatte ich die Befürchtung, dass das Auto, dass mein Kart viel zu schnell fährt und ich dann schlecht durch mein Wohnzimmer komme. Aber nein, überhaupt nicht. Hey, was sollte das mit der Banane, Ludwig? Nur ein Stachipanzer, Achtung! Ist das cool! Ist das cool! Okay, weiter geht's. Übrigens, falls ihr das auch haben möchtet, das Spiel, ihr könnt es euch vielleicht zu Weihnachten wünschen oder so. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Okay, aber weiter geht's. Weiter geht's. So, Strecke, also Runde 3 von 5. Ah, es gibt immer 5 Runden in dem Mario Kart Spiel. Was einfach daran liegt, dass man natürlich vielleicht ein kleines Zimmer hat und dadurch schon, oder dadurch öfters. Oh, ein Kettenhund! Aus Mario Kart Double Dash, da gab's die auch. Ach, stark. Naja, was ich sagen wollte, Kettenhunde, nee, Quatsch. Kleine Strecke, also 5 Runden. Weil wenn ihr ein kleines Zimmer habt, eine kleine Strecke aufbaut, dann werden die ja nach 2 Runden zu schnell vorbei. In Mario Kart Tour sind es 2 Runden, in normalen Mario Kart Spielen sind es natürlich gewöhnlicherweise 3 Runden. Für gewöhnlich, wollte ich sagen. Ihr müsst wissen, ich bin gerade total begeistert. War ich hier einfach mal quer mit meinem Traktor gegen die Cooperlinge, die in ihren Clown-Kutschen sitzen. So, ha. Den hat die Banane richtig schön zu schaffen gemacht. So, komm. Platz 2. Diesmal möchte ich Erster werden. Ludwig, Iggy. Euch hole ich auch noch einen. So. 2 Items bekommen. Oh, ein Stern und ein Kettenhund. Nein, ich wurde erwischt. Ich habe meinen Kettenhund verloren. Okay, schnell mit dem Stern. Wusch, wusch. Weg mit dir, Iggy. Jetzt heiz ich mit dem Stern einmal durch die Küche. Oh nein, Stachi, Stachi. Oh, ich konnte den Stachi zum Glück. Naja, ich konnte meinem Stachi ausweichen, weil ich ja noch den Stern hatte. Fertig. Wow, erster Platz. Richtig cool. Wie cool ist das denn? Und wir fahren hier immer in einen Grand Prix. Ich bin mal gespannt, wie Nintendo sich das jetzt überlegt hat, wie das mit den nächsten Strecken aussieht. Ich kann jetzt die Strecke ändern, wenn ich möchte. Boah, Blitzbucht. Das heißt, es gibt Blitze und wir sind unter Wasser. Wir sind jetzt unter Wasser, das erkennt man an den Luftbläschen. Ihr müsst euch vorstellen, mein Wohnzimmer steht jetzt unter Wasser. Ach, wie cool. So, einmal hier herum. Moment. Hallo Katze, feuerst du mich an? Okay Katze, komm, wir schaffen das. So, ich bin bereit. Puh. Achtung, die Cooperlinge sind zurück. Ich frage mich, ob Wendy oder Lemmy auch noch dabei sind. So, aber jetzt geht's los. Einmal durch die Wasserbucht. Bin mal gespannt, wie sich diese verhält, um, ob sie anders aussieht. Ah ja, an den Toren sieht man jetzt hier Muscheln und Meeresbewohner, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, Korallen. Vorsicht. Da ist das nächste Tor. So, hier ruckelt es manchmal, aber das ist verständlich, weil ich einfach viel zu weit weg bin vom Signal. Also von der Nintendo Switch. Immerhin bin ich jetzt in einem anderen Raum, aber jetzt bin ich wieder zurück. Oh nein, da kommen die Blitze! Wow. Elektrisierend ist das Ganze hier. Mario, nicht kleinen Ball geben, wir müssen weiterfahren. Mit dem Traktor unter Wasser unterwegs. Ist das cool. Oh nee, schon wieder eine Blitzkugel. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt schießen mich alle ab. Morten, warte auf mich. Och nö. Auch noch Tintenfisch, jetzt sehe ich gar nichts mehr, während ich hier durch die Küche fahre. Also, Entschuldigung, ich meine durch die Blitzbucht. So. Und natürlich macht es nochmal viel mehr Spaß, wenn man nach jeder Strecke seine Strecke etwas verändert. Aber wie gesagt, für das erste Video lasse ich die Strecke mal so stehen. Vor allem ist sie auch, denke ich mal, verhältnismäßig groß, dadurch, dass ich durch 2 Räume fahre. Und im Wohnzimmer auch nicht direkt im Kreis fahre, sondern auch ein paar Schlangenlinien eingebaut habe. So, weiter geht's. Jetzt geht's einmal hier durch. Es gibt wieder neue Items und ich bin gerade auf dem ersten Platz. Das will ich natürlich beibehalten. Oh, Kettenhund! Nein, 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 oh! Ja, ja, ja! Oh, der ist aber echt wild. Schmeißt diesmal aber nichts um, okay? Ihr wisst ja, bei der ersten Runde oder bei der Teststrecke besser gesagt, hat der Kettenhund mein Katze-Perlen-Bügelbild umgeschmissen. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh,
Ach, das ist so cool. So, nochmal mit dem Kettenhund. Zieh mich in die Küche. Gut, gut, weiter so. Okay. So, vorsichtig. Wir haben wieder was Neues bekommen. Nochmal durch die Küche heizen. Und jetzt geht's hier raus. So. Oh, die anderen fahren erst in die Küche rein. Habt ihr gesehen? Oben rechts seht ihr übrigens die Karte, wo sich gerade unsere Gegner befinden. Also, Iggy und vor allem Dame Larry. Der ist erst jetzt durchgeflogen. Aber der hat gerade einen Kugelwilli. Na, der kann uns noch gefährlich werden. Aber Iggy und Morton sind mir dicht auf den Fersen. Ich muss mich beeilen. So, einmal hier Panzer nach hinten geworfen und Ludwig erwischt. So, komm, komm, Mario. So, nur noch wenige Meter, nur noch wenige Meter. Komm, 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 zieh, zieh. Nein! Iggy hat mich überholt. Gibt's denn sowas? Iggy hat mich in der letzten Sekunde überholt. Oh nein! Nächstes Rennen. Jetzt kommt das letzte Rennen im Grand Prix. Röhrensumpf. Jetzt regnet's bei mir im Wohnzimmer auch noch. Okay, Moment. Ich muss erstmal zu Tor 1 fahren. So. Moment, wo war Tor 1? Das war ja hier am Anfang. Genau. Oh, schaut mal, wie jetzt die Tore aussehen. Die haben jetzt so Röhren. Das ist ja mal cool gestaltet. Das ist richtig cool, diese, ja, AR, ne? Also, diese künstliche, virtuelle... Ja, jetzt weiß ich nicht, was AR nochmal gleich bedeutet. AR ist doch Artificial Reality, glaube ich. Also, künstliche Realität. Dass etwas, was nicht da ist, über ein Gerät praktisch projiziert wird. Und ihr seht schon... Durch mein Wohnzimmer fahren gerade alle Cooperlinge inklusive Mario mit seinem Traktor. Ich find's super cool. So, einmal quer durch. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, aber wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet, dann mache ich das. In unregelmäßigen Abständen, vielleicht einmal die Woche. Und dann fahren wir alle Grand Prix, vielleicht sogar alle Motorklassen. Je nachdem, wie ihr Lust drauf habt. So, es gibt hier Turbopilze auf der Strecke. Und die Items gibt es nur durch die Röhren, oder? Muss ich jetzt nochmal beobachten. So, wir fahren in Ruhe. Mit der Kumu-Weide im Hintergrund. Richtig stark. So, was haben wir hier? Was ist das? Eine Banane. Okay, cool. Die hilft mir jetzt an der Stelle nicht weiter. Moment, ich werf sie nach vorne. Oder? Wobei, ja, zu kurvenlastig die Strecke. Ich setze die Banane jetzt hier gleich ein. So, Achtung. Oh, jetzt habe ich wieder kein Item bekommen. Keine Gegenstände. Na gut. Ich fahre mal schnell mit meinem Traktor weiter. Turbopilz! Ui! Ich wäre fast gegen die Wand gefahren. Okay. Hier in der Küche regnet es auch. Hier ist es besonders glitschig. Und mit dem Turbopilz geht es wieder aus der Küche heraus. So, und jetzt kommt Runde 4 von 5. Bisher sieht das ganz gut aus. Ihr seht auch an der Karte, ich führe gerade die Truppe an. Aber einen richtigen Vorsprung habe ich mir leider noch nicht erarbeitet. Also, nicht zu früh freuen. Nochmal hier durch die Küche. Kriege ich nochmal einen Gegenstand? Na, oh, wobei, ich habe schon zu viele Items. Ich habe einen Pilz und eine Banane. Moment, Pilz setze ich hier gleich ein. So. Auch nochmal Turbo. Oh nein, jetzt habe ich alles verloren. Ich war zu sparsam. Jetzt aber schnell weiter. Morton liegt auf jeden Fall ganz hinten. Ich mache mir aber Sorgen um Iggy. Iggy hat in der Gesamtpunktzahlliste, also im Ranking, auch ziemlich viele Punkte. Der darf mich nicht nochmal überholen. Oh nein, kein Item bekommen. Jetzt muss ich mit meinen Fahrkünsten glänzen. Schnell, 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 schnell. Oh nein, schnell, Mario! Oh, hab ich's noch geschafft? Aber wirklich knapp. Aber wirklich super knapp hab ich's noch geschafft. Wow. Und wir kriegen das Polar-Outfit. Cool. Gleich mal angezogen. Jetzt hat Mario Ohrenschützer und das ist ein Polar-Outfit. Das war unser Pokal. Wir kriegen noch Item Rohrpost als Rohrtyp. Und cool, das ist unser erster Pokal, den wir bekommen haben. In Mario Kart Live.
Und ihr seht schon, es gibt noch viele andere Cups. Das war jetzt erstmal der Blitzcup. Aber es gibt Baustellenzone, Wackelwald, Tornadotundra, Regenbogenboulevard, Weihnachtsstrecken. Richtig cool! Richtig cool, meine Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, tippt rechts, da verlinke ich euch das Ganze. Oder auch das Unboxing. Tippt da drauf und ihr kommt zu den Videos. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Mario Kart Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Dann seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!